In dieser Etüde geht es hauptsächlich um die Artikulation, also achtet gut darauf, wo die Bindebögen anfangen und wieder enden. Außerdem müsst ihr aufpassen in Takt 25 mit Auftakt, da ändert sich der Rhythmus zu Triolen, also gut den Unterschied zwischen Sechzehntel und Triolen rausbringen. Am besten könnt ihr das üben mit einem Metronom, da fangt ihr am besten mit einem langsameren Tempo an und übt jeweils so den Übergang von den Sechzehntel zu den Triolen und steigert euch dann mit dem Tempo.